Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es ein schon etwas längeres, was zum Geier macht der Typ da hinten. Willst du mich mobben? Gib den scheiß Stein wieder her. Hier gibt's nichts umsonst. Hallo? Nein. Sag mal, willst du mich verarschen? Ach, scheiß drauf. Es gibt heute ein längeres Video von Apodia, denn wir haben einen Pakt mit den Genies geschlossen und hatten dann noch ein Gespräch mit einem Freibeuter. Wie das Ganze abgelaufen ist, werdet ihr jetzt erfahren. Und Supano, der Spaßaffe, der ist daran schuld, dass ich die halbe Aufnahme davon lachen musste. Aber jetzt viel Spaß mit dem Material. Sehen Sie, Captain, dort sind unsere Besucher. Oh. Oh. Direkt vor uns. Guten Tag. Schönen guten Tag. Oh, ich habe ein kleines Mitbringsel für Sie. Oh. Und da Sie auch sehr. Und da ich gehört habe, dass Sie gerne. Geschenke. Oh, danke. Oh. Und da ich gehört habe, dass Sie gerne plündern. Hier für Sie. Oh, Plünderung 3. Sehr effizient. Sehr effizient. Ja. Gut, wir sind hierher gekommen, um ein paar Besprechungen zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt wirklich so informiert sind über alles, was dort hinten abgeht, aber das Kaiserreich hat sehr viel Macht und auch natürlich sehr viele Mitstreiter. Bei denen sieht es gerade nicht so gut aus, weil die haben irgendwie Krieg innen der Mauern. Aber das ist jetzt erstmal außen vor. Wir wollten verhandeln über die Wege des Meeres, denn das ist natürlich auch Handelswege, über die wir fahren wollten. Und wir wollten fragen, ob wir die haben könnten, weil ihr Freibeuter seid, gehört euch natürlich das Meer. Und wir wollten nach eurer Einverständnis fragen, ob wir das Meer als Handelswege benutzen dürften. Kommt immer darauf an, ob mit Freund oder Feind. Natürlich, wir kommen nur in freundlichen Ansichten. Ja, aber sollten Sie wir Handelsrouten zu möglichen Feinden entdecken, so werden wir diese dann blockieren oder mit Zöllen belegen. Okay. Aber bis jetzt sind wir auf noch keinerlei feindliche Aktivitäten hier gelandet. Ja, momentan ist es ja so, dass das Kaiserreich eher hinten schwirrt. Das heißt also, das Kaiserreich wird nicht zu euch kommen, und das ist hundertprozentig, vielleicht so 80% der Wahrscheinlichkeit, dass das Kaiserreich zu euch kommt, mit einzelnen Streitkräften. Deswegen fragen wir ja auch um Erlaubnis, dass wir das dann theoretisch, falls wir dann Hinsichten flüchten müssen oder aus Handelsgründen her müssen, dass wir dann ein freies Geleit bei euch haben. Freies Geleit auf jeden Fall. Und sollten wir welche entdecken, die auf der Flucht sind? Eigentlich sind wir dafür bekannt, dass wir eher die Rächer der Schwächeren sind. Man könnte also darauf zählen, dass wir denn zum Gegenschlag mit ausholen werden. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es so, momentan haben wir jetzt mitbekommen, dass das Kaiserreich auf Spionage jetzt auch angelegt haben. Das heißt also, es könnte sein, dass bei uns in der Fraktion oder bei euch in der Fraktion ein Spion irgendwo rumlauert. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber sollte sich jemand melden, dann müssen wir schaut, dass ihr die Person dann auch wirklich vertrauen tut. Und nicht einfach so, ja, die Person ist jetzt einfach, möchte zu uns zum Mitglied, sondern das ist so eine Sache, einfach wegen der Geheimhaltung und auch wegen der Chance, dass es ein Spion vom Kaiserreich ist. Da müssen wir auch das könnte interessant sein. Ja. Auf mich wartet der Santibus. Mit wichtigen Informationen. Ja, der Santi war auch schon bei uns. Ja. Der ist ein ganz friedlicher und ja, sie müssen bestimmen, ob sie auf seine Handlungen und ja, des Weiteren eingehen. Also ihr vertraut ihm, ja? Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, gut zu wissen für gleich. Ja.
Genau, ansonsten. Genau, ich will noch nicht ganz viel über ihn preisgeben, weil ich das einfach nicht darf, wegen unserem Vertrag. Aber er ist auf jeden Fall ein guter Mann. Das klingt schon mal sehr gut. Ja, wir haben schon bemerkt, das Kaiserreich hat schon angefangen, hohe Zäune zu errichten. Korrekt. Mauern zu ziehen. Ja. Abwehrtürme zu ziehen. Ja, Thema Abwehrtürme. Abwehrtürme ist bei denen eher so der Flop. Also, man geht hier rein, man sagt, die Items wurden gestohlen. Was? Also, Thema Abwehr und Sicherheit ist bei denen trotzdem schlecht. Also, das kannst du dir. Es geht, also das ist wirklich. Das kann ich sogar bestätigen. Ich war heute sogar direkt vom Kaiserreich und habe niemanden angetroffen. Ja, ja. Also da ist Sicherheit wirklich unter einer Null. Und da überlegen wir uns auch, falls wir mal irgendwann so zusammen einen Angriff starten, dass wir dann unterirdisch uns dann vorantreiben. Das heißt also mit Geheimwegen und was auch immer mit Funktionen. Von Minen bis zu. Ja. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Piraten sind dafür berüchtigt. Ich. Auch über Höhlensysteme wunderbar ihren Weg in feindliche Gefilde zu finden. Ja, und oh, wir bekommen Besuch. Ich habe meine Feinde vergessen. Ja, hier so. Ja, so kann man auch die Pfannen stören. Oh, Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Ja, ja, wir müssen die Zahn noch wegkriegen. Ach Mensch. Vorsicht, Teddy. Gott, jawohl. Sehr schön. Wunderschön. Ja, gut. Ja. Die Möglichkeit, wie ihr trotzdem effizient mit Loren und Booten sein könnt, wisst ihr? Dass diese nicht turnusmäßig verschwinden. Ja. Ja, wir hätten dazu eine wir könnten es natürlich auch mit Schuhen machen. Also sprich, dass jeder von uns dann, wenn das Nether eröffnet ist, also sprich, von unserem, theoretisch von der gesamten Fraktion Vorschule und in den, theoretisch in den Nether, so genannt, reingehen können, dann könnten wir das mit Schuhen belegen. Und die uns gemeint, ne? Die Forscher. Ja. Schön wirklich. Ja, ich bin sehr gespannt, sobald sich die Tore der Hölle öffnen, wie schnell sich Grenzen verlagern, weil dort werden auch schnelle Reisemöglichkeiten sich ergeben. Natürlich. Ja. Ich hätte eine weitere Frage. Wir haben ja jetzt nur über die Handelswege uns informiert und nach ihren Antworten gefragt, ob wir die benutzen dürfen. Ich hätte noch eine Frage offen. Würde es würden Sie sagen, dass wir jetzt Frieden haben zwischen unseren zwei Reichen? Ich denke schon. Also okay. Von unserer Seite ist niemand gewillt, momentan einen Angriff zu starten. Wir sind Freibeuter, die sich endlich mal an Land niedergelassen haben. Das ist ja jahrzehntelang auf der See Nomaden gewesen. Nun wollen wir eigentlich friedlich unseren Lebensabend verbringen. Gut, ich würde Sie hiermit fragen, würden Sie, falls es zu einem Krieg kommen würde, an unserer Seite stehen? Wir halten es wie ein Verteidigungspakt. Okay. Sollte der Krieg von der anderen Seite ausgehen, dann stehen wir beiseite. Okay, gut. Dann vielen Dank. Dankeschön nochmal von uns. Sehr, sehr gerne. Hä? Hast du von Tod? Ja, saß. Das ist sozusagen unser, wie sagt man da, was haben die Italiener immer gesagt zu denen? Zu diesem Mediziner, also, das ist von unserem Mediziner das Geschenk. Mhm. Genau. Ja, so, oder? Ne? Jetzt ergibt ungefähr, sich mir noch eine Jetzt ergibt sich mir aber noch eine weitere Frage. Ja. Das sind Phantome, die nerven. Das stimmt. Ja. Warum ist denn der, wie spricht man ihn aus, Unit? Ja, was ist mit mir? Ja. Also, in keinerlei Fraktion. Ja, sollen wir das preisgeben oder sollen wir das immer noch unter Staatsgeheimnis sagen? Okay, also das ist vollkommen deine Entscheidung. Ja, meine? Genau.
Das aber zu sagen. Jetzt gehen wir rein. Na gut, aber wir hoffen, das bleibt dann unter uns. Genau. Selbstverständlich. Da haben wir eine schnelle Auffassungsgabe. Ja. gut, aber das wäre das so viel sterben. Ja, also auch. Sterben ist halt so, sind diese einäugigen Fische da mit, die verseucht sind, weißt du, diese komischen Balls, also diese Vierecke da, diese die können da so Attacken ausführen und die wandern so, für jemand, der 3 Herzen hat und keine Rüstung besitzt, ist halt so eine Sache. Aber, ja. Ich habe gehört, es gibt tollpatschige Menschen, die es schaffen, über 20 Mal auf die Nase. Oh, von denen habe ich auch schon gehört. Ja, ich sowas kenne ich gar nicht. Bei uns war neulich ein Bade, der hat uns wilde Geschichten vorgetragen. Also sowas kenne ich gar nicht. Ich kenne nur, kenn nur jemanden, der versucht, sein Gebiet unter Wasser aufzubauen. Dann würde ich sagen, treten wir die Heimreise an. Wir haben noch Besuch bei uns. Oha. Bedanken uns. Ja, wir ebenso. Und sollte etwas sein, so lasst uns Brieftauben zukommen. Natürlich. Gibt es eine Postkarte aus Hawaii? Ja. Gut, dann auf Wiedersehen. Dann beim nächsten Mal. Jo. Adios. Jo, tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich find's toll, wenn du ruderst. Sehr gerne. So, dann schauen wir mal, wo unser Gast ist. Ich habe ihn noch nicht erblicken können. Ich höre jemanden. Ah, ich sehe. Obwohl. Ja, da kommen die Großen. Ein wunderschön. Oh. Hallo. 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 Oh, ein Teddybär. Hallo. Hallo, Renner. Ich übergebe euch den Herrn Kollegen jetzt. Ihr war da super schön eingerichtet. Und ihr macht euch die Filmverhandlung auf. Muss ich sagen, er hat sich voll viel Mühe gegeben. Unser Schwammerl ist absolut der gastfreundlichste Freibeuter, den man treffen kann. Das stimmt. Ich schreibe noch ganz kurz noch was. Okay, Rennziffer. Dann auf jeden Fall in lieben Rennziffer. Mhm. Das Wort Renzi und Herr Teddybär, unsere Dinger übernimmt. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Okay. Soll ich einfach direkt zur Sache kommen oder soll ich mich vorstellen oder ja, wie? Also, ein wenig Informationen wären nett. Ja. Ein paar Informationen wären nett, okay. Ich bin Santi. Ich war tätig in dem Kaiserreich, bis ich herausgefunden habe, dass dort keine Demokratie herrscht, dass die Menschen Befehle bekommen und diese dann erfüllen. Zu haben. Die Menschen dort sind zum Teil unhöflich. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Dann begab ich mich auf Erkundungstour, habe dann mich dazu entschieden, wieder ein Freiläufer zu sein, um mich dann der passenden Gruppe anzuschließen. Bis ich dann alle Nationen jetzt getroffen habe. Ich habe Kontakt mit jedem Einzelnen von euch. von euch Freibeutern, jetzt Gott sei Dank, vom Kaiserreich und dem Imperium und der Gini. Capano, du spielst schon wieder ein wenig den Papagei. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Entschuldigung. Ja, ein Klappermaul, du. Also, wenn Sie wollen, können Sie sich auch setzen. Also. Alles gut. Okay. Wir haben eben eine längere Besprechung. Wir stehen ganz gerne klar. Oh, okay. Und es geht darum, dass ich jetzt hierher gekommen bin und gerne unsere Völker vereinen würde. Nicht das Kaiserreich und die Freibeuter, sondern die Genies, die Freibeuter und das Imperium, sodass alle drei Herrschenden zusammen zusammen regieren, sodass ein wenig mehr Abstimmung und Absprechung herrscht und nicht nur eine Person da ist, sodass irgendwie eine gerechtere ein gerechteres Vorgehen
Ja, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich denke, wir sind da schon auf einem guten Weg. Ja, denke ich auch. Ihr seid da schon auf einem guten Weg, inwiefern, wenn ich fragen darf. Und wir haben bereits Verträge mit den Genies geschlossen. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Das, was ich möchte, ist aber, dass wir alle zusammen einen neuen Standpunkt aufbauen. Also, ich habe uns tatsächlich schon einen Ort rausgesucht, welcher dem Kaiserreich noch nicht bekannt ist. Und da ich einer der Kundschafter bin, welcher jetzt aber nicht mehr für sie offensichtlich arbeitet, ich habe schon einen Ort rausgesucht, wo wir in Frieden leben könnten. Und relativ nah an den Genies, dem Imperium ist. Und wir würden dann alle zusammen ein neues Dorf, eine neue Stadt errichten. Das ist mit den Genies schon abgesprochen. Die haben dazu gestimmt. Mit dem Imperium müsste ich noch darüber sprechen. Aber ich habe gedacht, dann komme ich erstmal zu euch und stelle mich vor. Und, ach so, natürlich bin ich nicht ohne Geschenk gekommen. Wenn ihr einen Hafen bauen wollt, habe ich eine Glocke mitgebracht. Was sagt ihr dazu? Ich bin überrascht. Ich ebenfalls. Ihr okay. möchtet also drei Völker zu einem Volk vereinen. Ja. Also, ich meine, ihr seht, wir sind hier gerade erst angelandet und fangen an, uns zu entwickeln und aufzubauen. Ich verstehe. Wir sind jahrzehntelang auf See gereist und haben nun einen Ort gefunden, an dem wir uns wohlfühlen. Hm. Und wir kennen den Standort der anderen Völker. Die sind sehr weit entfernt. Mit die entlegensten. Wir haben hier gut unsere Ruhe. Wir können verstehen nicht, warum wir jetzt weiter rein in mögliche Gefahrengebiete ziehen sollten. Es ist so, dass die Genies und das Imperium definitiv weiter weg von dem Kaiserreich liegen. Am nächsten sind die Genies dran. Und da habe ich gedacht, wir nehmen einfach einen Mittelpunkt zwischen den Genies, den Freibeutern und dem Imperium, sodass jeder gleich viel reisen muss. Also ihr müsstet nicht zu den Genies reisen, welches extrem weit weg ist, sondern das wird schon dazwischen sein. Sodass der Transport auch nicht so unerträglich sein wird. Außerdem werden viele Kulturen, Gebäude oder also Architekturen zusammengemischt. Es wird etwas Neues kreiert. Ein Volk, welches gemischt ist und welches zusammen in Harmonie leben kann. Wir sind ein friedlebendes Volk. Wir als Freibeuter sind wir bereits eine zusammengesammelte Masse. Also, wissen Sie, auf See, es ist egal, welchen Ursprung man eigentlich hatte. Da kann, man sieht es anders. Bin ein lang erfahrener Captain und auch entsprechend mit den Spuren der Zeit gesegnet. Dann schaut man sich nun meinen treuen Decksmann an. Er ist eher noch junges Fleisch und man würde fast sagen, er sieht fast aus wie eine Art Braunbär. Und wir leben hier bereits in Frieden. Wir führen bereits das hier, was ihr für einen anderen Ort vorschlagt. Das Ding ist, die Völker sind zurzeit in einem Streit und wenn mehrere Menschen regieren würden, wie zum Beispiel sie, Magini und Joel, wenn ihr zu dritt regieren würdet, wäre dort eine Abstimmung entweder positiv oder negativ. Das Ergebnis wäre nicht gleich. Und es würde immer ein Ja oder ein Nein geben, wenn über Dinge abgestimmt wird. Sei es jetzt, führen wir diesen Krieg, ja oder nein? Zwei Leute stimmen dafür, einer stimmt dagegen. Dann wird dieser Krieg geführt oder nicht geführt.
Wäre es bei einem Krieg aber nicht eher sinnvoll, wenn das Kaiserreich uns jetzt attackieren würde, müssten sie ja drei Orte statt einem attackieren. Wie sollen die das denn schaffen? Das Ding ist, sie könnten jedes Dorf nacheinander auslöschen, das würde nur mehr Zeit brauchen. Wenn wir aber gesammelt zusammen eine Kraft werden, dann sind wir in der Überzahl. Wir haben viele verschiedene Strategien aus drei verschiedenen Völkern, welche nützlich sein kann für jeden von uns. Wir können voneinander lernen, wir können miteinander Hand in Hand unser Imperium aufbauen. Ich finde eure Führung wirklich super und ich habe deswegen auch gehofft, also durch diese kurze Zeit, die wir zusammen hatten, habt ihr wirklich einen sehr tollen Eindruck auf mich gemacht und ich finde eure Führung wirklich super und wie ihr miteinander lebt und ich wünschte, das könntet ihr den anderen auch ein wenig beibringen. Aventus hat zurzeit den größten Fortschritt und wenn wir zusammen etwas aufbauen können oder da mithalten wollen, dann müssten wir uns zusammen vereinen. Wir könnten eine Kraft von 30 Leuten sein, welche ihre Kraft natürlich nicht ausnutzen wird, hoffentlich, aber sich dann gegen den Krieg wendet. Wir sind drei Völker, die alle gerade dabei sind, sich anzusiedeln und alle gerade dabei sind, sich zu entwickeln. Eben. Und bereits jetzt fühlen sich zwei dieser drei Völker jetzt schon so schwach, dass sie nicht auf einen Verteidigungspakt sich einigen können, sondern sich auf ein neues, wie schon eben angesprochen, Imperium zusammenschließen muss, wo bei mir automatisch und als alter Kapitän ist das automatisch, dass ich so denke, wo sich bei mir automatisch einfach Alarmglocken angehen, weil es gibt doch bereits eine Fraktion, die Imperium heißt. Das stimmt, aber damit meinte ich mehr so den Ort, die Größe von dem, was wir bauen werden, nicht der Name. Nicht, dass wir alle zum Imperium gehören, sondern dass wir alle zusammen etwas Neues erschaffen. Wie zum Beispiel, wir nehmen einfach das Wort Burg, Festung, Stadt, Dorf. Und zu dem Punkt, dass wir uns zusammenschließen müssen, nein, müssen wir nicht. Aber ich bin dafür, dass wir uns zusammenschließen, damit wir diesen Krieg eben verhindern können. Also ist bereits bestätigt, dass das Kaiserreich Krieg anfangen möchte, oder wie kommen Sie auf diese Information? Es, sagen wir so, die Völker pieksen sich immer hin und her mit Spionage und so weiter. Also der eine wird ausspioniert, der andere schickt seine Truppen dahin, dann werden da diese Maßnahmen ergriffen und um das Ganze zu stoppen, bräuchten wir einfach andere Anführer, die das Blatt wenden, die nicht für den Krieg sind. Wir reden jetzt schon über Meuterei. Ein wenig, ja. Nicht gerne, aber ja. Es ist noch nicht vorgekommen, aber es wird geplant. Bündnisse werden geschlossen. Es gibt nicht viele Völker hier. Wenn bereits jetzt über Meuterei gesprochen wird und es geht nicht um den Pakt im Kaiserreich, weil das Kaiserreich ist hier von außen vorgenommen. Genie hat uns gesagt, diese haben einen Vertrag mit euch. Bedeutet, es kann ja... Wer ist denn dann noch da? Das ist ja nur noch das Imperium. Kann es sein, dass das alles nur dazu dient, das Imperium zu stürzen? Das weiß, soweit ist mir noch nichts bekannt. Mir ist noch nicht bekannt, dass die Genies das Imperium stürzen wollen. Nein, aber die Genies haben bereits einen Vertrag. Mit dem Kaiserreich? Nein, mit euch. Wer ist mit euch? Mit mir? Ach so. Aber? Ja, ein Schweigungsvertrag, dass wir uns Geheimnisse anvertrauen können und alles, was er mir erzählt, bei mir bleibt und alles, was ich ihm erzähle, bei ihm bleibt.
Darüber müsst ihr einen Vertrag schließen. Haben wir. Und mit wem haben sie sich aktuell so zusammengeschlossen, verbunden? Einst habe ich mich mal mit dem Kaiserreich zusammen... Ich meine in der aktuellen Situation, weil sie ja... In der aktuellen Situation sehe ich mich noch keinem Volk wirklich, wie heißt es denn, sehe ich mich noch in keinem Volk. Bis jetzt würde ich aber eher sagen, dass ich mich den Freibeutern anschließen würde. Es kommen aber tatsächlich noch zwei andere Fraktionsgründer dazu, weswegen ich gerne noch ein wenig warten würde. Aber bis jetzt gefällt mir... Entschuldigung. Mich wundert es. Wir haben bereits drei Völker. Diese versucht ihr zu vereinen. Weil... Und selber wartet ihr auf zwei weitere Völker, um euch diesen vielleicht anzuschauen. Ich glaube nicht, dass wir hier unsere Zelte so schnell abbrechen werden. Ich verstehe nicht ganz. Wir haben kein Interesse, in einen anderen, an einen anderen Standort zu ziehen. Wir haben hier bereits, auch wenn wenig zu sehen ist, haben wir hier bereits alles, was wir brauchen. Wir sind hier sehr mobil und auch wir sehen, was in den anderen Völkern vor sich geht. Auch wir wissen, wo die anderen Völker sind. Und wir wissen auch genau, was dort vor sich geht. Also... Ich bin sehr interessiert daran, mit möglichst vielen Völkern Frieden zu haben. Und wir sind immer der Seite der Schwächeren. Aber wir haben kein Interesse, unsere Identität aufzugeben und unsere Heimat. Wir haben seit Jahrzehnten das erste Mal Land unter den Füßen für längere Zeit. Und haben uns entschlossen, uns hier niederzulassen. Andere Frage. Wenn ich es schaffen würde, die anderen Nationen hierher zu bringen, wie wäre das? Ihr müsstet euren Standort also nicht aufgeben und wir würden uns hier zusammen vereinen. Die Frage ist, ob... Ich glaube nicht, dass es klug ist, wenn man eine große Stadt baut. Das war noch nie klug. In unseren früheren Schlachten waren wir nie alle zusammen auf einer großen Galeone. Wir hatten eine Fregatte und viele Kanonenboote als Beiboote. Warum hatten wir das? Weil wir viel flexibler waren. Und es ist nicht klug, eine Riesenstadt zu bauen. Unsere Brieftrauben sind schnell unterwegs. Im Angriffsfall kann man die anderen sehr schnell kontaktieren, wenn man in einem Verteidigungspakt lebt. Und selbst wenn man dazu übergeht, dass man diese Basis zum Beispiel opfern müsste während eines Krieges, so können doch die anderen beiden Parteien in dieser Zeit den Feind endgültig stürzen. Denn wer zieht in den Krieg und erwartet gleichzeitig einen Angriff auf sein eigenes Zuhause? Wir sind bereit, bis in den Tod zu kämpfen. Finde ich erstmal alles sehr gut. Nur das mit der Stadt. Und zwar ist es aussichtslos, alleine eine kleine Stadt zu errichten, wenn man zu viert ist. Dann seid ihr jetzt schon falsch informiert. Okay. Belehrt mich. Wir sind mehr. Stimmt. Hallo. Ach, unter uns. Ah. Hallo. Tada. Sopano. Meine Kurzfassung. Sopano, bleib mal hier. Eine Kurzfassung. Was hältst du davon, den Standort hier aufzugeben? Er zögert mir zu lange. Da würde ich mich auch erstmal danach hinlegen. Ich glaube, das war eindeutig. Wir überlegen noch. Boah, sorry, ich bin eingeschlafen. Keine gute Idee eigentlich. Finde ich auch nicht.
Was hältst du davon, dass zwei andere Fraktionen sich hier niederlassen sollen? Ich halte mich eigentlich an Sie, Herr Anführer, aber auch nicht so eine gute Idee. Wir sind mir ein wenig zu nah. Ich mag diesen Herrn Santibos sehr, sehr gerne. No. Aber das ist mir ein bisschen zu... Er muss sich kurz aufhalten. Mal kurz. Geben wir ihm seine Zeit. Bleiben Sie eine Minute hier. Ich will kurz schlafen. Freddy, geh auch mal schnell ins Bett. Ei, ei. Ja, super, nur mach mich fertig. Moment mal, wo ist mein... Scheiße. Wo ist der Eingang? Ach, hier, oder? Oh, schon Tag. Nee, ich kann nicht mehr. Der Typ macht mich alle. Wir warten noch kurz auf Teddy. Oh. Guten Jetzt Morgen, sind Teddy. Wir, die gerade hier sind, vereint. Und die Antwort ist relativ einfach. Nein. Nein. Okay. Wir werden unser Volk nicht in eine andere Stadt reinlegen und wir werden auch nicht alle Völker bei uns ansiedeln. Andere Frage. Wie wäre es, wenn Soprano, du spielst wieder Papagei. Stell dir mal bitte ein bisschen ab. So, wenn du selber gerade nicht redest, dankeschön. Wie wäre es denn, wenn andere Nationen nicht hierher ziehen würden, sondern relativ nah, sodass man sich, sagen wir jetzt, 5000 Blöcke weiter nach da ansiedeln würden? Also, wenn ich richtig informiert bin, dann ist circa das Kaiserreich 5000 Blöcke von uns entfernt. Und die anderen sind bereits, ich würde sagen, fast dichter daran als wir, oder? Am nächsten zu uns wäre entweder das Imperium oder die Hobbits. Beziehungsweise die Genie. Das Imperium ist 1000 Blöcke weit entfernt und die Genie sind... oder? Bin ich doof? Ne, ich bin gerade doof. Lassen wir das einfach, bitte. Sonst blamier ich mich noch. Aber ich würde sagen, das Imperium ist dicht genug. Okay, dann... Wir verstehen es schlichtweg nicht. Wenn diese Völker sich uns anschließen wollen, dann können sie gerne Freibeuter werden. Aber wir verstehen nicht, warum wir jetzt drei Königreiche oder drei Völker in einer Stadt vereinen sollten. Wir können gerne im späteren Verlauf, wenn wir uns entwickelt haben und wirklich angekommen sind, können wir sehr, sehr gerne eine gemeinsame Stadt bauen, wo jeder sich repräsentiert, wo sich vielleicht dann auch das ein oder andere hinverlagert, wo auch Handel miteinander getrieben wird und alles. Mhm. Aber ich verstehe nicht, warum man seine eigene Identität aufgeben sollte, bevor man angefangen hat, sich zu entfalten. Wir sind gerade erst angekommen und von unserer Macht ist noch nicht viel zu sehen. Andere Frage, dürfte ich den Freibeutern beitreten? Das Vertrauen ist noch nicht da. Okay. Die Pläne widerstreben uns ein wenig, weil, wie man hier merkt, wir brauchen nicht groß miteinander zu kommunizieren. Es funktioniert, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir als eine Crew, wir denken wie einer. Auch wenn wir viele Individuen sind, die alle ihr eigenes Ziel verfolgen, doch als Gruppe denken wir wie einer. Und da zählt diese Versuche, teilweise sogar zu meutern, was ja auch schon erwähnt wurde. Das ist nichts für uns. Ach so, nein. Um das klarzustellen, damit war nicht gemeint, dass ich das unterstütze, sondern ich will das verhindern. Dann sprich doch mit dem Königreich, bei dem diese Gerüchte im Umkreis sind.
Okay. Vielleicht wäre es klug, mit den Anführern dort zu reden, um die zu informieren, welche Mitglieder eventuell einer anderen Gesinnung folgen oder gar in Wahrheit einer anderen Fraktion zugehörig sind. Ich habe eine andere. Ich habe eine andere Frage. Als ihr hierher kamt, was habt ihr von mir erwartet? Das ist eine gute Frage. Was haben wir erwartet? Ehrlich gesagt, dass jemand versucht, Streit zu stiften. Okay. War das der Fall? Ja. Okay. Zu stiften oder zu schlichten? Zu stiften. Tada! Okay. War der Houdini. Ich weiß nicht, ob mein Ansehen gerade noch erwünscht ist. Ich denke, für zukünftige Friedensgespräche sind wir immer und mit jedem offen. Und er hat uns eine Friedensbeere mitgebracht, Herr Anführer. Herr Anführer. Solltet ihr euch irgendwann gefestigt haben in eurer Gesinnung, denke ich, sind wir auch dann offen. Aber dass wir Zeit brauchen. Momentan sind wir sehr misstrauisch. Okay. Dann will ich euch eigentlich auch nicht weiter stören. Supano, willst du noch die Materialien wieder haben? Oder? Weil ich vorhin. Nein, das ist Friedensgeschenk. Zurück, mein Freund. Okay. Aufpassen auf die Heimreise. Warte, dann kriegst du noch was von mir. Ich habe kein Zuhause, ich bin nur am Reisen, um Völker zu vereinen. Reisende soll man nie aufhalten, mein Freund. Ja. Okay. Denn viel Glück auf euren Reisen. Ich habe kein Glück mehr. Ich wollte meine letzte Ordnung. Die Jimny waren glücklich über euch. Danke. Das freut mich. Naja. Ich lasse mich dann mal irgendwann wieder. Adieu. Wir drei. Hätten Menschen. Tschüssi. Tschüss. Ich glaub, das war nicht das letzte Mal, ne? Wiedersehen. Selbstmord. Du machst mich fertig. Dann habe ich nichts. Wartet kurz. Grafikeinstellungen oder so. 23. Sekunde. 1,19 ist das Bärenkriegchen, ja. Was? Achso, ich rede gerade kurz mit meinem Bett. Sofort. Lustig. Dürfen wir? Renz bereitet sich darauf etwas vor. Ein Boot für den lieben Santiago. Lass dich nicht aufritzen, mein Freund. Nun ist er weg. Gut. Was war das? Fitnessstifter? Bitte? War das Fitnessstifter? Das ist. Unruhestifter. Das ist total komischer Typ. Ja, ich habe ihn erhört, der hat urviel geredet und.
Es wollten einige Leute im Umkreis da von die Berge, wurde mir zugerufen, dass ich ihn wegklatschen soll. Ach, da waren Leute? Ja, da waren eine Menge Leute. Wirklich, da waren sehr, sehr viele Leute und... Aha. Ah. Und haben gesagt... Ich verstehe. Ich verstehe auch schon. Kein Problem, ich helfe dir. Ich weiß nicht, ob Stimmen in meinem Kopf war. Aber... ja, auf den sollten wir aufpassen. Das. Na, anscheinend gehen hier auch Spione rum. Ja, ich würde sagen, wir ziehen eine Mauer. Ja. Wir sollten anfangen. Und zu befestigen. Jawohl. Und auszurüsten. Ja, ich bin gerade am Farmen und morgen, in den frühen Morgenstunden, werde ich auf jeden Fall ein paar Villager hochziehen. Dass wir da so was checken können. Das klingt gut. Ich werde vermutlich auch morgen am frühen Morgen ein paar Stunden investieren. Morgen am frühen Morgen hört sich gut an. Das heißt, wir passen auf die Spione. Ja, es sind Leute, die vermutlich versuchen, sich unserer Fraktion anzuschließen. Ja, das ist gut. Herr Rennziffer, sehen Sie da am hohen Berg? Da steht eine Shiva. Und der soll ich Sie recht herzlich grüßen lassen. Ich habe das Gefühl, ihr besonders, aber da steht eine ganze Meute an Menschen. So lasse Grüße zukommen. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ich gehe gar nicht mehr weg. Verliere. Dieser komische Typ mit seinen ganzen Stimmen im Kopf. Der war mir schon am Anfang suspekt. Ja. Das habe ich gehört. Aber er lebt halt seinen eigenen Film. Ja. Gut, meine Damen und Herren. Oh, meine Herren, ich werde jetzt mal kurz los Spinos Klatschos gehen. Dass wir wieder dann was checken können. Das klingt Falls gut. Falls wir nicht mehr hören, wünsche ich den Herrn Freibeuter und noch einen Herrn Freibeuter eine wunderschöne gute Nacht. Und mein lieber Kamerad Schwammerl. Sie sind derjenige, der sich am öftesten unfreiwillig schlafen legt. Das ist mir auch aufgefallen. Friedensgruß von den Finnis. Mit dem Jimmy haben wir einen Friedens- und Verteidigungspakt. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Anführer Rennziffer. Und ja, richten Sie schönen Gruß an die Ginnis aus, falls das nächste Prinzgespräch stattfindet. Ich hoffe, die hören wir so schnell gar nicht mehr. Das ist auch eine gute Idee. Da wurde gerade hergerufen irgendwas, dass das Totem vollkommene Verschwendung bei mir ist. Denke ich auch, das brauche ich dir nicht sagen. Dankeschön, Herr Anführer, das motiviert. Ich gehe weiter, klatschen. Nochmal weiter geklatscht. Ich glaube, für den Herrn brauchen wir ein paar mehr als ein Totem. Das habe ich noch. Guck mal, wenn ich hier stehe, kann ich den auf den Kopf kacken. Jetzt läuft er nach da, ich kann ihn auf den Kopf kacken. Ich glaube, er versucht gerade abzuhauen. Er hat's geschafft. Ich glaube, er versucht gerade die Funktionalität seines Totems zu überprüfen. Er ist übrigens unter unserem Anleger getaucht. Er wollte noch hören, was wir sagen. Ich gehe davon aus, dass er uns nur ausspionieren wollte. Ich habe bereits Blast dazukommen lassen, dass wir Verteidigungsanlagen brauchen.